Arbeitsblätter machen. Das regt mir wirklich auf. Meine Lehrerin schickt mir viel zu viel. Ach, Zora, du musst doch nicht alles machen. Das hat die Lehrerin doch gesagt. Hallo, Zora. Heute lernen wir das große K und das kleine K. Ich fange oben an und mache einen Strich nach unten. Dann nehme ich den Stift kurz hoch und gehe zum zweiten Pfeil. Nun mache ich die zwei schrägen Striche. Das kleine K geht fast genauso wie das große K. Nur, dass die zwei schrägen Striche weiter unten sind. Zora, das musst du jetzt wie immer mit 10 Farben machen. Zora, jetzt zeige ich dir, wie man die Buchstaben in die Linien schreibt. Das K wohnt im Dach und im Wohnzimmer. Bei dem kleinen K sind die schrägen Striche nur im Wohnzimmer. Denk wie immer an die Abstände. Paket, Krokodil und Paprika.